Wir sind wieder zurück bei Let's Play Assassin's Creed Unity im Koop mit dem guten Sarazar. Und wir befinden uns hier auf den Dächern und müssen die beiden Gambai. Ja, die werden wir jetzt erledigen, Gambai. Und die erledigen wir einfach mal zwischendurch hier. Die Superspione, die hat Österreich geschickt. Ja, da gibt es ja noch einen Meisterspion, ne? Ach nee, das sind die beiden schon. Das sind die Meisterspione. Wir hatten ja in der letzten Folge schon ein bisschen rumhantiert. Wir machen also quasi eine Mission weiter. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, unbedingt mal reinschauen. Und liebe Grüße an dieser Stelle an alle Österreicher nochmals. Denn wir bekämpfen sie gerade, aber natürlich nur wegen der französischen Revolution und natürlich nur virtuell. So, oh, da redet wer, siehst du das? Frag mich halt, wie kommen wir denn da rein? Es gibt keinen leichten Weg, Paris direkt einzunehmen. Die Meisterspione berichten. Hier ist noch ein Meisterspion. Also wir hätten schon mal die zwei Aufenthaltsorte von beiden. Gehen wir mal da rein? Probier mal. Nee, das ist vergittert. Toll. Da kommen wir nicht rein, mein Lieber. Theoretisch gesehen eine Tür, die wir aufknacken könnten. Ja, aber das ist bestimmt eine Dreier. Und wir sind beide schlechte Schlossknacker. Das ist echt ein Problem. Ich mach mal kurz hier den Schützenblatt. Zack. Also, wir müssen doch da irgendwie reinkommen. Da gibt's nichts zu beschützen. Hab ihn. Sehr schön. Bevor sie irgendwas sagen konnten. Oh, er ist nur gestolpert, ne? Ja, irgendwie schon. Hier irgendwo ein Fenster vielleicht an der Wand, wo wir reinkommen? Weiß es nicht. Wie müssen wir da reinstiefeln können? Hier ist gar nicht so ein schlechter Ort, um das Ding mal zu analysieren. Nee, ist auch kein Fenster. Nee, Fensterzugänge scheinen echt nicht da zu sein, ne? Nee. Vielleicht von dieser Seite hier, weil hier die ganzen Feinde sind. Das würde Sinn machen. Cooles Fernrohr auch hier. Da unten ist eine Tür. Teleskop. Siehst du die, wie so Gold glänzt? Ja, die sind aber knackbar wahrscheinlich. Hier, die Mission habe ich auch schon mal gespielt. Da gab es die Fensterputzernummer. Das heißt, hier müsste die... Also die hat man im Singleplayer den Ort auch schon mal gespielt. Ah, da drüben bei der 49 Meter da vorne, auf der anderen Seite, da ist ein Fenster, wo wir relativ easy reinkommen würden. Da machen wir den erstmal. Dann sind wir mal da im Haus. Da kommen wir rein, wir kommen aber auch theoretisch direkt hier rein, wenn das Fenster offen steht diesmal. Weil die Fensterputzer kamen. Das ist kein Scherz. Okay. Der ein oder andere wird sich erinnern. Oh, Vorsicht, der entdeckt mich. Ich muss erstmal den auf dem Balkon eliminieren. Oh, der ist gar nicht so leicht zu kriegen gerade. Möchte ich den vielleicht von oben bearbeiten? Ja, mach mal gerade. Vorsicht, da unten sind auch noch welche, die können uns sehen. Versuch den mal. Ich sag dir Bescheid. Ich war direkt hinter dem Schwein. Hab ihn. Zack. Sehr schön. Gut. Hatte ich keiner gesehen. Weg. Perfekt. Und jetzt wieder nach oben. Und so, ist ein offenes Fenster am Erdgeschoss. Genau, das ist es. Da können wir rein. Nee, da mal war das ein Etageur oder war das eine andere Seite? Ich bin mir nicht sicher. Ah, hier sind ganz viele. Das ist jetzt anders, tatsächlich. Nee, das ist es auch gar nicht. Das ist, glaube ich, nicht. Ich vertue mich mit der Karte. Also, wir können uns überlegen, gehen wir da hinten rein oder gehen wir hier runter rein? Weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Sag du was. Okay. Dann würde ich sagen, oben ist eigentlich immer besser, ne? Ja. Gehen wir auf der anderen Seite rein. Ja. Weil, wenn Feinde von unten kommen, ist immer so eine Sache. Das ist eigentlich lockerer, als wenn die von oben kommen. Sagt man ja. Obwohl wir jetzt die Schützen eh ausgemergelt haben. Vorsicht, die Tauben. Wollen wir nicht stören. Okay, pass auf, da vorne haben wir aber wieder so einen ollen Schützen. Ich weiß jetzt nicht, ob der uns sieht, wenn wir da auf den Dings springen. Ach, übrigens, frohe Weihnachten. Ach ja, ja, stimmt. Frohe Weihnachten an dieser Stelle. Ich glaube, die Folge flimmert nämlich Heiligabend quasi über eurem Monitor. So, ich bin da können wir auch rein, da können wir auch rein. Ja, sehr schön. Sehr gut, Tobi. Super. So, hier drin ist schon mal keine Wache mehr. Da hinten sind sie noch in dem Raum, links von uns, weil wir müssen ja hier rein. Komm, die räuchern wir aus. Meinst du? Oder? Weiß nicht. Vorsicht, der kommt um die Ecke. Ah ne, die brauchen wir echt nicht. Komm, lass mal die. Vielleicht müssen wir da aber nochmal vorbei nachher. Es könnte sein. Hier ist halt Schlossknackerfähigkeit gefragt, ne? Oh, irgendwer hat mich gesehen. Oh, Dreier-Schloss. Wir kommen hier nicht durch, verdammte Axt. Wir müssen da hinten rum. Hier ist ein... Ernst? Hier ist ein Einser. Ah, super. Hier kommst du durch. Machst du das oder soll ich? Okay, ich mach auch rein. Ich mach das. Du hast mehr Skill. Wenn du ein Zweier-Skill hast, bist du auch wahrscheinlich beim Einser einfacher, weißt du? Okay, Achtung, Tür geht auf. Und rein. Okay, hier ist noch nichts. Okay. Vorsicht, hier in dem Treppenhaus sind welche. Ja. Vielleicht können wir den umgehen sogar. Moment, ich probier's. Zack. Sehr gut. Lass ihn in Ruhe, wir gehen direkt hier rein. Okay, Vorsicht, da sieht mich einer vielleicht. Vorsicht, nein, dann geh nicht weiter, geh nicht weiter. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, Backe. Das ist das Ziel.
Sieht er uns von hinten? Ich glaube, der kommt. Der andere kommt jetzt. Wir müssen rein. Hol ihn dir. Schön. Boah, ich bin aufgeflogen. Achtung, das Ziel darf nicht entkommen. Kein Ding, ich hab's alle abgemetzelt hier, alle eliminiert. Boah. Zack. Und nochmal rein hier. Du Schuft. Ich finde dich. Hast du ihn? Oh, ich komme. Ich bin dabei. Sehr gut. Komme. Schön. Boah. Okay, der Meister-Assassine wäre schon mal Geschichte. Das war wunderbar. Gut. Wir haben das Beste draus gemacht, fand ich, oder? Ja, ich fand auch, dass wir das gut gemacht haben. Das haben wir toll gemacht. Also das, wenn wir dafür nicht einmal einen Daumen hoch verdient haben. Ja, auf jeden Fall. Mindestens. So als Motivationstraurigkeitsdaumen, weil wir sonst nichts hinkriegen. Jetzt ist halt so blöd, dass wir halt einfach durchs Haus komplett einmal durch müssen, ne? Das könnte auch noch schwer werden. Mhm. Es gab halt keinen Eingang. Jetzt frage ich mich nach der Höhe. Aber wir gehen durchs Haus, würde ich sagen. Das ist immer sicherer. Mhm. Aber wir sind halt hier keine Alarmglocken. Das ist ganz Glocken? Glocken. Okay, ist irgendwas Durchbrechbares. Bringt uns wahrscheinlich überhaupt nichts, nur dass wir in den Gang kommen. Würde ich sagen. Oh ne, bringt uns voll was. Da könnten wir. Ach, scheiße. Wenn wir da oben. Kriegen wir aber nicht durch, das ist ein Dreierschloss. Wir müssen unten lang. Nee, tatsächlich nicht. Die Dreierschlösser. Ich glaube. Oho. Die Halle ist nicht so. Vorsicht! Rechts, ne? Ja, ja. Grennt morgen um. Der sieht uns nicht. Der ist alleine da. Ja, hau ihn weg. Ich hab ihn. Super. So, Vorsicht. So, das Ding ist jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, sind die Häuser überhaupt miteinander verknüpft? Oh, das wäre interessant, wenn das nicht so wäre. Man müsste echt zum... Vorsicht, der kommt! Schnell hier lang. Schnell hier zu mir. Boah. Komm. Jetzt haben sie dich. Das gibt's nicht. Ja, das war schnell. Wir sollten uns also sofort überlegen, wenn man sieht... Ja, die... Genau. Im Moment geht's doch. Aber wie gesagt, wenn die Missionen richtig hart werden, dann haben wir auch Probleme. Obwohl wir noch genügend Teilzeugs auch haben und so. Es war also alles cool. So, wir müssen da hinten mal... Warte mal. Check mal gerade. Macht voll Spaß. Echt, macht richtig Spaß. Ich hoffe, euch auch zum Zuschauen. Also, ich muss sagen, wir haben ja richtig Spaß, der Tobi und ich. Ja, mega, ist super geil. Hätte ich nicht gedacht. Hier ist eine Zweiertür, ich mach mehr Laune, als ich erwartet hätte. Kann ich nicht aufmachen. Warum? Das ist eine Zweiertür. Eigentlich müsstest du die knacken können. Ich glaube, das geht nur von der anderen Seite. Aber es bringt uns auch nicht weiter, ganz ehrlich. Ich hätte dennoch mal rausgehen können und draußen langlaufen können. Ja, dann können wir aber hier an dem draußen lang. So, hier, komm mal. Da sind aber Feinde. So, den hätten wir. Komm her. Vorsicht, wir werden gesehen von rechts. Oh fuck. Von hinten. Da kommt er. Der hat aber keinen alarmiert. Der hat keinen alarmiert, ist alles gut. Oh, doch, Vorsicht, da hinten hat uns nur noch ein anderer gesehen. Alles gut. Wir sind noch safe. Alles gut. Nee, wir sind gar nicht safe, die kommen. Nee, ich hab die noch nicht auf dem Radar. Doch, jetzt greifen die mich auch an, ja. Scheiße. Okay, los geht's. Wieder in einem Innenhof platt. Ja! Oder will einer Alarm schlagen? Vorsicht, schnell! Ah. Bitte, sehr schaffen. Schön! Niemals! Oh, wir sind so sneaky. Boah, wir metzeln aber auch hier echt einiges weg, wenn wir wollen. Theoretisch können wir auch einfach den ganzen Laden überrennen, ey. So. Scheiße. Ja, komm, dann lass uns da jetzt einfach reinrennen und den Typen töten, meine Fresse. Ja, echt. Jetzt ist auch scheißegal. Jetzt rasten wir richtig aus, oder? Hier, komm. Tu mal unten rein. Ach so, Tür aufknacken. Okay. Ja, dann lass ich dir jetzt in Ruhe. Ich würde auch die Tür aufsprengen, wenn ich könnte. Okay, alles klar. Los geht's. Ab die Post. Jetzt. Aloha. Auf ins Gemetzel. Ja! Oh, die sind hart. Die sind ja stärker. Oh, das sind teilweise komplett. Oh, das wird harter, Tobi. Das war vielleicht nicht so gut. Meinst du? Ich mach mal hier lieber eine Rauchbombe zur Sicherheit. Da kommen immer mehr. Schlag dich tot! Ey, wir kriegen das hin. Ich bring dich um! Zack! Das bleibt nicht um! Boah! Ja. Mist! Das war's für sehr gut. Der lebte noch. Ging doch. Ja, das war eigentlich recht easy sogar. So, ist er jetzt unten oder oben? Weiß nicht. Ich bin gerade noch kräftig am Plündern, so goldgierig. Ja. Dabei soll ich dir das eigentlich überlassen? Du musst ja noch den Story-Modus spielen. Ja, ich habe aber gerade 11.000, das ist eigentlich echt okay. Da war ich auch überrascht, dass der leider so kurz ist, aber das ist echt ein guter Ausgleich für die Story. Ja, wobei ich es lieber habe, muss ich sagen, wenn das nicht zu lang gezogen ist. Also ich habe jetzt ja, auch die ganze Zeit gedacht, ja, ist kurz, aber wenn sie es halt so künstlich ziehen würden, das ist das auch scheiße. Das wäre auch blöd, das finde ich auch, da rege ich mich bei vielen Spielen drüber auf. Deswegen nicht über kurze Spiele meckern, lieber die Qualität der Spiele bewerten, finde ich persönlich.
Ja, das hatten wir halt bei Black Flag auch so ab und zu mal. Das ist halt so, oh, hallo. Oh, war schön. Black Flag war zwar gut und auch immer spannend, aber es war halt auch langgezogen. Das hat Vorsicht, man echt gemerkt. Vorsicht. Wir schwächen uns mal ab. Links und rechts. Okay, welchen nimmst du? Mir egal. Such dir den rechten aus, wenn du magst. Okay. Zack. So, so müssen wir vorgehen. Genau so. Ja. Ein bisschen abgesprochen. So, ab rein hier, komm. Okay, hol ihn dir. Okay, der Typ ist tot. Ach, das ist der eine sogar. Okay, die hätten wir. Das war easy. Super, wir müssen raus aus dem Gebiet. Ich plünder den Typen aber noch. Ja, ich hab. Ach so, hat er sich schon gekrallt, der Tobi. Hat er so ein 36 Livre? Sind das überhaupt Livre? Ich weiß es gar nicht. Franc sind das doch in dem Fall, oder? Franc? Ja, ich glaube schon. Ich habe im ganzen Let's Play mal Livre gesagt, weil das einer in die Kommentare geschrieben hat. Ja, das sind auch Livre, gibt's auch, tatsächlich. Okay. Aber da gab es eine Währungsumstellung irgendwann mal, aber so genau weiß ich das auch nicht. Aber das ist ein F, ich tippe mal, das ist ein Franc. Franc? Franc, Französisch. Das war die Währung vor dem Euro auch, bis vor dem Euro. Ja, hier! Ah, hier ist eine Tür hier unten, ich bin auch raus. Ah, okay, ich bin noch nicht ganz draußen. Wahrscheinlich bin ich jetzt genau da lang, wo man nicht rauskommt. Cool. Warte auf Flucht der anderen Spieler. Toll. Ja, toll. Ich flüchte mit dir, ich spaziere noch ein bisschen rum. Boah, hier sind voll viele Leichen. Übelst, Alter. Wir haben hier richtig was zugerichtet. Wo bist denn du rausgekommen? Unten. Ah, dann nehme ich halt den langen Weg. Hier lebt ja eh keiner mehr. Ernsthaft. Ach cool, hier kann ich sogar noch einen mitsnacken. Zack. Dein Ernst? Sehr schön. Ich bin weg. Ich bin raus aus dem Gebiet. Super. Warte auf Flucht anderer Spieler. Die Geheimnisse von Paris haben Österreich nicht erreicht. Gut gemacht. Na, haben wir super gemacht. Verbesserter Militärumhang, Alter. Was kriegen wir denn? Geld? Kriegen wir kein Geld? Ja, ein bisschen Geld wäre echt ganz interessant, ne? Aber war cool. Also war spannend und wir haben es natürlich super erledigt. Also, ja, Wahnsinn, ehrlich, wie wir uns geschlagen haben, Alter. Wie wir oder abgegangen sind. Wir haben die Mission so erledigt, wie man sie gerade erledigen konnte, glaube ich. Ja, Bewertung von unserer Mission selber war mittelmäßig, aber es hat Spaß gemacht, darum geht's ja. Also es war echt cool. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch, bevor wir die nächste Mission anfangen, noch ein bisschen Scheiße in Paris. Was hältst du davon? Das muss ja auch mal sein. Wir spielen hier kooperativ. Müssen wir uns erstmal wieder miteinander connecten. Wo bist du denn gerade? Du bist ganz da hinten. Oh. Ganz da hinten. Wir sind wieder Verbrecher. Attention, attention. Oh, hier ist ein Dieb, den kann ich rammen. Ich ramme den mal von hinten. Mach das mal. Warum muss man hier wieder so drüber lachen über diese blöden Witze? Ey, was klotzt ihr mich so an? Die Probleme oder was? Richtige Probleme. Was ist denn hier für eine schöne Behausung? Aber irgendwie ist da so viel los wie im Singleplayer auch. Kommt mir weniger vor, ehrlich gesagt. Ein bisschen, ich, ne? Mit dem Schrank, ja? Ich glaube, die Mobs sind auch immer kleiner. Und also es sind nicht. Ja, genau, die von den Leuten, ne? Die sind auf jeden Fall nicht so viele Leute angezeigt. Wahrscheinlich wegen der Leitung, das alles zu übertragen. Das ist natürlich bei Online-Games auch immer eine Herausforderung. Deswegen sind Online-Spiele immer abgeschwächt im Verhältnis zu. Man sieht es auch gut an GTA Online. Das ist ja ein perfektes Paradebeispiel. Ja, ich renne hier auch gerade so ein bisschen rum. Metze hier ein paar Tüten weg. Finde ich gut. Ja, über deine Revolution, Alter. Alter. Das war ja schon wieder. Oh. Der Vorbeispringer. Oh, da draußen. Ich knack das eben schnell. Dann können wir den Verbrecher töten. Ich glaube, so schnell bin ich nicht. Na, schafft der Tobi das? Komm, Tobi, ja. Hab's. Ah, sehr Tür's schön. Auf. Oh, du bist der Schlosskranke. Absolut, Alter. Sehr schön. Töt ihn. Lass ihn nicht. War schnell tot. Der wird sich auch denken, Alter. Haustür geht auf und... Und dann geht's ab hier. Was können wir denn eigentlich machen? Ich mach mal gerade die Karte. Sehenswürdigkeiten. Wir könnten mal ein... Hast du die ganz unten links hier so die ganzen... Wie kann ich nochmal markieren dir was? Mit R1 und dann X, aber ich weiß nicht, ob das auf der Karte funktioniert, keine Ahnung. Den Aussichtspunkt ganz links, ne? Ganz links, komplett ganz links. Ganz links. Da gibt es ja zwei, da gibt es ein oberes Gebiet und ein unteres Gebiet. Ja. Ganz links, ne? Den vom unteren Gebiet, hast du den schon? Nee. Sollen wir da hinrennen? Ja, können wir machen. Ist halt einfach komplett durch, ne? Ja, ist doch ganz cool. Machen wir einen kleinen Spaziergang durch Paris zu zweit. Aber bitte nur laufen, nicht ohne R2. Nee, genau. Boah, das wäre echt ätzend, wenn es das nicht geben würde. Oder so eine Kondition wäre auch nicht gut für Assassin's Creed.
Nee, da würde mich aber mal interessieren, wie lange es dauern würde, um, wenn du von A nach B rennst, in so von oben nach unten quasi, in Paris hier, nur mit Laufen, wie lange das dauern würde. Ja, das ist riesig, die Stadt. Und ich muss auch sagen, klar, sind ein paar Klone da und es ist ein bisschen kopiert worden, aber geht es ist natürlich gar nicht anders. Ja, geht im Moment auch noch. Man muss ja auch mal gucken, wo investiere ich Zeit bei einer Entwicklung. Lieber eine gute Mission, ja? Oh, apropos Mission, hier haben wir noch eine gute Mission. Royalisten, oh, die ist 4 Sterne, die werden wir sicherlich auch noch machen. Aber lieber eine gute Mission oder 50.000 verschiedene NPC-Typen. Und da muss natürlich immer Ressourcen spannen. Ich glaube, da wägt man halt ab. Das sind ja auch finanzielle Geschichten. Oh, da schwebt jemand wieder. Aber sowas, wir haben ja, man muss ja mal kurz erzählen, Tobi und ich, wir wollten eigentlich schon viel früher aufnehmen, nur wir haben einfach mal ein Patch von, wie lange hat er gedauert? 4 Stunden, aber. 5 Gigabyte und bei mir waren 7 Stunden tatsächlich, ja. Und der Tobi hat, oh, Alter, was ist hier los? Oh, Alter, boah, das war noch ein Platz viele. Ich hab eine 150k-Leitung von Unity Media nochmal. Erstphase. Ja, es hat ewig gedauert, bis wir den Patch hatten. Und ist die mit 17 MB und immer noch. Bei Network war das gerade mal 500k oder so. Das ist aber krass. Ey. Ja, das fand ich auch. Also, ganz ehrlich, boah, was haben wir denn hier für eine Schlacht verursacht plötzlich? Ich hab keine Ahnung. Boah, du hast gut getroffen. Oi, oi, oi. Ah, Alter, das ist nicht. Und du stirbst ja auch. Boah, unglaublich. Oh, da hat mich nochmal getroffen. Unverschämterweise. Na, Lunke. Knie nieder. Boah, da kommt noch mehr. Was ist hier los? Ey, sowas hätte ich ja noch nie. Boah. Durchbohrt ihn von der Seite. Hier kommt. Zack! Ja, der hat mich Hurensohn genannt. Komme! Okay, ich glaube, wir haben sie. Boah. Sehr gut. Alter. Was für eine Massenbestattung. Ja, es gab ja auch viele Massengräber im 18. Jahrhundert. Boah, hier können wir aber gut looten. Schönes Thema, über das man mal so reden kann vor Weihnachten, nach Weihnachten. Ja, genau. Nach Weihnachten sind wir. Obwohl, nee, wir sind ja noch in Weihnachten, oder? Die Folge ist doch die Weihnachtsfolge. Ich glaube, zweiter Weihnachtsfeiertag, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich hab, nee, es ist ein zweiter Weihnachtsfeiertag, müssten wir jetzt sein. 4 Folgen. Das ist ja die 4., oder? Die müsste doch Heiligabend über Monitor flimmern. Habe ich nicht im. Nee, die 3. ist über den Heiligabend. Ah, so, okay. Ja, ich weiß 18, es nicht genau. 20, aber ihr werdet 22. uns sicherlich sagen können. Nee, doch, stimmt, hast recht. Aber wir werden es auch sicherlich sehen, wenn die Folge dann rausgeht, weil wir sind ja nicht ganz blöd. Also manchmal ein bisschen, aber nicht ganz. Oh, hier ist ein Verbrecher. Zack, tot. Und ich hab einen Dieb hier vor mir, den Alter, ich töte den Verbrecher und mich greifen die Schergen die Wachen an, ey, das gibt's doch nicht. Ich wollte doch nur den Dieb haben. Ich mach mal einen Purzelbaum rum, ne? Warte mal, können wir das ausprobieren? Schlitz dich auf! Oh, jetzt habe ich viel zu viel Rauchbaum geworfen. Ich hab viel zu viele Rauchbomben gewerfen. Jetzt wieder im Gewerfengebiet. Oh, der war auch schön. Bist du eigentlich unterwegs Richtung Aussichtspunkt oder was? Ja, ich war gerade ein bisschen gefightet zwischendurch, einfach mal so just for fun, aber ich bin gerade unterwegs dahin. Ich beeile mich jetzt auch wieder ein bisschen. Aber ich wurde so oft abgelenkt, weißt du? Ja, kann mal passieren. Jetzt sind schon wieder 2 Typen hinter mir her. Ich werde auch die ganze Zeit verfolgt irgendwie, ich renne aber weg. Okay, ich renne jetzt auch durch. Es ist schon krass, wie das feines Vorkommen jetzt ist, ne? Ja, ist seit dem Patch mehr geworden, finde ich. Ja, aber ich kann da auch das Ding auch im Online-Game, weil wenn man ja eher mit mehr Leuten hier rumrennt und dann noch was zu tun hat. Ja. Oh, ich warte mal an der Kreuzung hier auf dich. Nee, du bist weiter weg, okay. Rennst du eigentlich mehr über Dächer oder mehr unten lang? Ich renn gerade unten lang. Meistens ist es schneller sogar, ne? Ja, ja, ja. Hab ich mir so ein Gefühl. Aber es liegt auch daran, weil ich jetzt nicht der Oberkletter-Pro bin, ne? Natürlich. Aber gut, viel falsch machen kann man da jetzt auch nicht. Obwohl, doch, kann man. Das nehme ich zurück. Boah, wie viele Feinde. Alter, hier sind so viele. Aber das zählt ja auch. Diese ganzen kleinen Nebenmissionen kann man ja auch noch machen. Zwar nicht die Assassinen-Mission, leider nicht im kooperativen Spielmodus. Aber diese ganzen Ereignisse kann man tatsächlich spielen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also Verbrecher jagen, Gauner helfen irgendwie, Pipapo, Banditen, Diebe. Halt die ganzen, das ganze Gesocks ist da und der Tobi. Hi. Ach, bist du auch hier? Oder verfolgt dich jemand? Ich habe ihn die Beine weggezogen. Häkchen gehalten. Gut. Ja, fand ich auch gut. Mal so zwischendurch kann man das machen. So, jetzt aber hier Sprint. Boah, ist das schön hier. Voll neblig.
Das erinnert mich auch ein bisschen immer an die Kulisse vom Film Das Parfum. Kennst du den? Den Film kenne ich tatsächlich, ja, doch. Ja, gibt's ja auch das Buch, Patrick Süß, den habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich, in SSD. Da wollte man sich einmal um die kümmern und hat direkt noch ein paar andere an der Backe. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist wieder ein Massenereignis. Und sein Kopf gehört ihm. Hat er gehört. Sein Kopf gehört ihm. Sein Kopf gehört ihm? Ja, hat natürlich gesagt, dein Kopf gehört mir, aber das fand ich eigentlich ganz lustig. Deswegen habe ich ihn den nicht abgeschlagen. 900 Meter ist der Aussichtspunkt entfernt. Boah, hier sind aber schon viele Leute da. Ja, ich habe es mir auch gerade gedacht, ist schon krass. Also auch für einen Online-Modus ist das absolut großes Kino. Aber vielleicht gerade, weil so viele Feinde gestreut werden mehr, vielleicht hat man da die Bürger ein bisschen auch reduziert. Oh, da sind wieder drei hinter uns her. Oh, die schießen auf mich, Tobi. Oh. Willst du mir helfen? Sollen wir sie eliminieren? Sie. Ja, kommt her, ihr Schweine. Jetzt kriegt ihr es mit uns zu tun. Okay. Ja, das war jetzt nicht so geil. Wie der geröchelt hat bei dir auch. Ja, ja. Boah, ganz übel eigentlich so eine... Aber man kriegt weniger Kohle von den Typen. Glaube ich. Jetzt Wasser, Single, ne? Ja, wir können ja auch über die Brücke gehen, oder? Achso, ich gehe durchs Wasser. Ich finde das schön, so durchs Wasser zu schwimmen und so. Ja, ich mag ein bisschen planschen. Hm? Oh, war ja, nur hier die Kanalisation. Aber. Da schwimmst du besonders gerne drum. Ja, drin, drin, drum, drin. Mit offenem Mund. Mit offenem Mund. Ein Schlückchen. Ja, klar. Warum Leitungswasser, wenn man es direkt aus der Kanalisation bekommt? Ein Schlückchen mit Land. Also ganz ehrlich. Vielleicht. Ach, bist du wieder am Töten? Ja, ja, mal zwischendurch. Schade. Boah, ich habe aber schon ein bisschen Geld gemacht zwischendurch jetzt. Ich hatte am Anfang weniger. Also so ein paar bisschen was kommt rum, ne? Porzellan und so, ne? Aber das stimmt gar nicht. So viel Geld habe ich gar nicht bekommen. Die ganzen Leichen bringen nicht so viel Kohle ein, habe ich das dumpfe Gefühl. Die, nee, die so bringen aber nur so 70 oder so. Ja, aber im Singleplayer bringen die viel, meine ich. Ja, es geht. Auch nur so 70, 80 immer, wenn es hochkommt. Heiliger Bimbambino. 500 Meter noch. Immer noch. Das war aber auch eine starke Hype durch Paris. Und wieder wird ein Verbrechen verhindert. Ist ja schon überhaupt nicht übertrieben. Wenn das wirklich jetzt so aussehen, wie hängt der denn hier? Er betet noch. Nein, tu's nicht. Und die Hand ist stecken geblieben. Sehr interessant. Also sehr, sehr interessant. Okay, jetzt zwischendurch mal wieder zwei. Komm, zack. Wutsch. Und du bist auch noch dabei, oder? Hast du Lust? Wow. Das ist schon stellenweise wirklich ein nicht gerade unbrutales Spiel. Nee, ist aber ab 16, glaube ich sogar, ne? Mhm, habe ich auch in Erinnerung. Oh, Verbrecher. Adiosso. Schon wieder einen eliminiert. Jetzt reichen ein paar Wachen sind jetzt wieder hinter mir her. Aber die haben, glaube ich, keine Schusswaffen. Insofern renne ich mal einfach durch. Doch, die haben Schusswaffen. Fuck. Hui. Sieht ja krass aus, das Gebiet, wo wir gerade hier rumlaufen. Ja, das kenne ich ja noch gar nicht. Wir machen jetzt noch ein bisschen Sightseeing. Sieht, er liegt jetzt natürlich auch im Nebelwetter, ne? Und ich glaube, ich muss mal die Wachen töten, oder? Nee. Haben abgelassen. Nee, sieht echt cool aus hier. Den ländlich, habe ich das Gefühl. Oh, wir stehen noch unter Beobachtung hier. Ey, das ist echt nice. Ah! Alter, hier ist voll der fette Marktplatz. Hier war ich tatsächlich noch gar nicht. Oh, cool. Das kann man sich mal anschauen. Hier erinnert es mich jetzt ein bisschen an AC3, muss ich sagen. Oh ja, wo man den Typen Bescheid geben musste, zum Beispiel das Dorf. Boah, das ist voll die geile Kulisse. Ja, sieht ganz anders aus als das andere Paris. Ja. Warum man hier nicht hinkommt für die Hauptmission, finde ich ein bisschen schade. Ich wollte es gerade sagen, weil du hast das ja schon durch. Ich dachte halt, gut, da kommen wir vielleicht noch hin oder so, aber das ist krass, das ist schön hier. Da vorne ist der Aussichtspunkt, wir sind relativ nah dran. Boah, krass, der Markt und so, echt cool gemacht. Ist schön, ist schön. Würde ich gerne die Ego wechseln. Ja, hier wäre Ego-Perspektive auch lustig auf jeden Fall. Boah, weil dann kann die ganzen Details hier teilweise gar nicht sehen. Aber das ist schon klasse, wenn man überlegt, wie viel Aufwand auch so ein Marktplatz ist und all sowas. Das alles zu designen. Wenn man sich da mal so ein bisschen selber mit beschäftigt, merkt man das auch erstmal. Wow. Habe ich höchsten Respekt vor. Weil man ja auch immer meckert, bei dem Spiel ist das so doof und das doof. Aber man oft auch gar nicht sieht, was da für ein Aufwand hintersteckt, um das immer alles besser und toller und größer machen zu können. Ja, Spiele werden heutzutage einfach nicht mehr geschätzt. Das ist einfach so. Die kriegen eine Wertung von 80% bei Spielemagazin X und sind sofort Flop.
Ja. Ist ja, obwohl so 80 ja noch ganz gut ist. Ja, eigentlich schon, aber für viele ist halt 80 schon so. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall den Aussichtsturm. Möchtest du zuerst synchronisieren? Nee, mach ruhig, du bist doch schon da, du bist doch schon da. Okay, super. Renn ruhig hoch, Tobi. Ui. Gönn dir. Was sieht voll cool aus da hinten mit den Mühlen. Über den Dächern von Paris. Sehr nice. So. Nach ihnen. Zack. Das ist echt immer cool, ne? Weil ja, wir jetzt zu zweit da oben stehen können. Ja. Mega. Das haben die schon richtig geil hinbekommen. Manchmal ruckelt es aber hier auch nicht, erstaunlicherweise. Vielleicht sind hier weniger Gebäude und Bürger in der Region. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Wäre eine Möglichkeit. Okay, kann ich jetzt hier direkt runterspringen? Da ist er. Bestimmt lande ich wieder daneben. Nee, es klappt. Komm mit dir. Ich flieg dir hinterher. Yeah, mach das mal. Ja, damit du Platz hast. Aber man kann auch aufeinander springen. Das haben wir getestet. Der tut mir nicht. Also es können auch zwei in einen Heuding. Aber das ist ja auch realistisch eigentlich. Obwohl, aufeinander springen vielleicht nicht, weil da könnte man sich so ein, zwei Knochen brechen. Aber dass man da zu zweit reinpasst, ist schon realistisch. Wiederum in diese Schränke ja nicht. Kommen wir nicht zu zweit rein. Also das ist ganz... Na, ich würde sagen, dann machen wir hier mal ein kleines Folgenpäuschen. Und verabschieden. Ja, oh, da kommen wir, das ist der Nächste. Die wollen noch auf den Sack von uns. Ich glaube auch. Es gibt da ein tolles Spiel, bei dem ich dir den Sollen Kopf den irgendwie abreiße? Ärgern? Ich habe hier 7 cm Stahl, die reichen mir für dich. Mieses Schwein. Sonst ist es ja auch nicht mehr. Ja. Das ist dein Ernst. Du, ihr... Bände das. Schön. Zack. Perfekt. Oh, eine Zeitlupe. Hä? Was ist denn hier los? Der steht bei mir irgendwie. Echt? Bei mir liegt er auf dem Boden. Bei mir steht der hier so ganz cool rum. Und jetzt fällt er auf den Boden. Alles klar. War wieder ein kleiner Leck. Das passiert zwischendurch. Wir verabschieden uns von dieser Episode von Let's Play Assassin's Creed Unity und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Oh, Vorsicht, Feinde. Und Cox auf dem Boden hier. Bis dahin. Tschüss.